Hallo zu einer neuen Ausgabe der UV-Videowochenschau. Ministerpräsident Stefan Weil spricht mit Wiesenhof über Jobs und Lage nach dem Großbrand am Ostermontag. Weil macht sich am Mittwoch ein Bild von der Situation vor Ort. Mittlerweile haben sich rund 100 Wiesenhof-Leiharbeiter arbeitssuchend gemeldet. Eine Lohner Personalfirma sprach Kündigungen aus. Und in Vechta starten am Montag die Umbauarbeiten für das neue Bahnhofsgelände. Der Parkplatz am Kino wird komplett gesperrt, die Straße an der Gräfte halbseitig. Hier müsst ihr dann mit Umleitungen rechnen. Weitere Infos zu diesen beiden Themen findet ihr am Samstag in der UV. Hier entsteht sie am Newsdesk, die UV gedruckt und natürlich auch digital. Und welche Möglichkeiten ihr habt im Einzelverkauf digital, denn uns gibt es nicht nur am Kiosk, sondern auch im digitalen Kiosk. Das zeige ich euch jetzt. Ganz einfach als Einzelausgabe unter www.ov-digital.de einfach auf Einzelausgaben klicken, passende Ausgabe auswählen, per PayPal bezahlen und wenige Sekunden später auf eurem PC die aktuelle Ausgabe der Oldenburgischen Volkszeitung. Die UV Digital als Einzelausgabe unter www.ov-digital.de im App Store für iOS und Google Play. Und wer am Samstag noch nichts vorhat, im Oldenburger Pferdezentrum in Vechta findet die 84. Frühjahrs-Elite-Auktion statt. Los geht es um 15 Uhr. Da könnt ihr selber mitbieten oder bei den Preisen vielleicht doch besser nur zuschauen, wie andere Gebote abgeben. Weitere Infos dazu gibt es am Montag in der UV. Und wir sehen uns wieder, wenn ihr mögt, am nächsten Freitag.